Guten Tag Leute, ich melde mich zurück. Ich habe ja eine ganze Zeit lang keine Videos gemacht, beziehungsweise keine hochgeladen. Ich habe auch ein paar gemacht, aber die habe ich dann nicht hochgeladen. Im Allgemeinen lag es daran, ich hatte kein Internet und naja, hatte hier und da Stress und so. Und deswegen war ich dann auch ein bisschen unmotiviert, um euch ein kurzes Update zu geben. Hier, so sieht's aus. Soll noch besser werden, aber deswegen bin ich im Moment auf 1800 Kalorien, habe mich dafür entschieden. Ich glaube, das ist einfach so das Beste. Ich will wirklich schnell das aus dem Weg haben. Ich will jetzt nicht elendig lange noch 3 Monate warten, bis ich endlich richtig ripped bin. Aber man darf natürlich auch nicht zu niedrig gehen. Ich bin mir da nicht so sicher, da gibt es irgendwie verschiedene Meinungen im Internet, inwieweit jetzt der Stoffwechsel krass runtergeht, wenn man halt die Kalorien zu niedrig schraubt. Und deswegen versuche ich jetzt einfach, denke ich, 1800 Kalorien ist da richtig, etwa so 200 Gramm Protein oder so mindestens und halt, keine Ahnung, eine Menge BCAAs und so, damit ich möglichst wenig Muskelmasse verliere. Mein Training war dann natürlich auch schwierig oder beziehungsweise da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, weil eigentlich mache ich ja gerne Powerlifting-Training, also so richtig mit Prozent und Steigerung und so, aber das ist jetzt natürlich schwierig in so einem Defizit da jetzt Steigerung zu kriegen und so sozusagen weiterhin so schwer zu trainieren, wie ich vorher trainiert habe. Und aber ich habe mir jetzt hier den hier gekauft, falls ihr das lesen könnt. Hier steht University Studied und hier ist noch was anderes drin. 1, 3, wie immer, ja. Und auf jeden Fall mit dem und mit White Heat, wow, kann er wieder mal auf mich fokussieren. Ja, jetzt bin ich wieder da. Und White Heat habe ich mir auch noch gekauft, also habe ich bestellt, müsste demnächst ankommen. Und ich habe das schon ausprobiert. Wenn ich sozusagen auf solchen harten Boostern unterwegs bin, dann ist das kein Problem, mein hartes Powerlifting-Training weiterzuführen. Und das werde ich dann auch machen. Und also da kann ich sozusagen auf dem Kraftlevel weiter trainieren, als würde ich sozusagen genug essen. Und hoffe, dass es dann nicht allzu lange dauert, bis ich dann sozusagen langsam wieder in den Aufbau gehen kann. Und also zur Zeit, ich weiß gar nicht, wie viel ich wiege, 85 bis 87, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe mir jetzt auch eine neue Waage gekauft, die zeigt auch nochmal irgendwie was anderes an als die alte. Ich gehe mal davon aus, die ist besser. Also neue Waage, alte Waage und vielleicht gebe ich demnächst noch Updates. Auf jeden Fall, in nächster Zeit werden noch einige mehr Videos kommen. Ich habe jetzt endlich Internet und bin motiviert, dies, das. Und auch mit dieser Flipchart, die ihr im Hintergrund seht, da werden noch viele Videos zu kommen. Ich habe die schon seit langem geplant und ich wollte halt einfach einigermaßen gut aussehen. Ich wollte nicht, dass da so ein Fettsack davor steht, aber ich will natürlich, versteht ihr auch, also ich meine, wollen wir jetzt auch nicht irgendwie so ein T-Shirt anziehen oder so, weil der wisst ja gar nicht, dass ich trainiere, weißt du? Es gibt so viele Videos von so Typen, wo man sich denkt, ja, trainiert er überhaupt? Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich euch was erzähle, dann möchte ich auch danach aussehen, als würde ich trainieren. Und deswegen warte ich noch ein bisschen, bis ich richtig shredded bin. Naja, das war's erstmal von mir. Die nächsten Tage kommt noch einiges mehr. Bis dann.